So, es ist, ich sage mal, eventuell fast, für, zumindest für Joko, fast so gefährlich wie das, was Kevin Großkreuz gerade gemacht hat. Aber auch nur fast. Dankeschön. Nie zu dumm für Slapstick. Einfach auch mal den alten Louis de Finet-Gag draußen. Wir spielen das Duell um die Luftballon. Ja, das ist falsches Deutsch, das weiß ich. Schön, dass Ihnen aufgefallen ist. Ich wollte nur gucken, ob Sie alle wach sind. Oh, mega. So, Folgendes passiert. Ihr müsst Luftballon hochhalten. Kennt ihr noch Kindergeburtstage damals, als wir noch nichts hatten, außer Stöcke, alte Gummireifen und hier und da mal so einen kleinen Luftballon, wie wir den genannt haben, so ein Bleistift? Müsst ihr euch gegenseitig diesen Luftballon zuspielen. Natürlich mit dem Ziel, dass der andere ihn nicht fängt und der Luftballon den Boden berührt. Denn dann gibt es einen Punkt für denjenigen, der am Zug gewesen wäre, ihn zurückzuspielen. Wie der andere ihn nicht fängt. Das checkt. Nee, ihn nicht wegschlagen kann. Weißt du, wenn der Luftballon den Boden berührt, obwohl ich dran gewesen wäre, den wegzuschlagen, weil wir uns den hier immer so hin und her spielen. So, 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 so oben halten. Und wenn ich den jetzt nicht fange, weil ich habe gerade einen Pfeil im Kopf, das bringt mir leider gar nichts und er landet auf dem Boden, dann bekommst du einen Punkt. Hab ich das gecheckt. Heißt, vielleicht hättest du jetzt einen Punkt bekommen. Das heißt, vielleicht ist es auch nicht ganz so ein friedvolles Hin- und Herspielen, sondern auch eher ein sportlicher Wettkampf, weil ihr wollt ja gerne gewinnen. Wir spielen zwei Halbzeiten, zwei Minuten. Und was ihr wissen müsst, ist... Wir jetzt unnötig schwer machen. Ich lieg hinten, ich muss mir das Leben unnötig schwer machen. Nee, wir können jetzt auch einfach mal gucken, wer hier auf einer ebenen Fläche da das Nachsehen hat. Verstehst du? Okay, ja, pass auf, ich verrate euch noch ganz kurz relevante Dinge für den Verlauf dieses Spiels. Der Boden ist nicht zu berühren. Alle anderen Gegenstände, die hier drin stehen, sind nicht der Boden. Das heißt, wenn das Ding hier drauf landet, überhaupt kein Problem. Ihr könnt ihn auch von hier aus weiterspielen. Schlimm ist es nur, wenn er... Also darf nur den Boden nicht. Das schwarze Gerade, auf dem wir stehen. Genau. Zweite Sache ist, er darf natürlich nicht oben über die Bande gespielt werden, weil dann ist er aus. Und dritte Sache ist, ihr dürft den Ballon von unten schlagen. Ihr dürft ihn auch von der Seite schlagen. Ihr dürft ihn auf gar keinen Fall von oben schlagen, weil das ist ein Foul. Ihr dürft euch auch nicht gegenseitig blockieren oder euch sonst irgendwie wehtun. Was ihr mit den Dingen hier drin macht, ist mir relativ wumpe. Zweimal zwei Minuten, zwei Halbzeiten. Yes. Bitte bricht ihr nicht die Finger. Wir wissen alle, dass das passieren kann. Ich gehe hier raus, aber ich habe gerade gesehen, hier sind Süßigkeiten. Oh, geil, Schlümpfe. Nehm mir was mit. Schlümpfe. Raus. Kannst du die essen mit deiner Diät, die du gerade machst? Nein. Nein. Keine Schlümpfe für Klaas. Oh. So, dann esse ich nicht von oben schlagen, nicht wahr? Nicht von oben, nicht einander. Hallo, Kinder. Danke, nicht ja. Von oben und nicht einander. Wir fangen einfach an? Ich sag gleich, wann es losgeht. Es gibt ein Startsignal. Und warum, wenn das Startsignal kommt, dann darfst du anfangen. Warum haben wir diese albernen Strümpfe eigentlich an? Weil wir wollen, dass wir richtig bescheuert aussehen. Habt ihr Angst, dass er sich am Luftballon stößt? Ehrlich gesagt, ja. Damit wir gut durchblutet sind. Also, seid ihr soweit? Ja, ja. Die ersten zwei Minuten starten in 3, 2, 1. Und bitte. Affe, ey. Stopp, stopp, stopp. Erstes Mal den Boden berührt. Wir gucken mal kurz auf die Slow-Mo. Ja, aber ich glaube, Klaas hat ihn hochgeschlagen. Dann ist er im Stuhl abgeprallt auf dem Boden. Da, ja. Und das ist der erste Punkt für Klaas. Hä? Ah, ja, dann ist das richtig, ja. Ja, ja, stimmt. Klaas hat den Ballon geschlagen. So war's. Nein, Klaas hat den Ballon geschlagen. Er ist am Stuhl abgeprallt und danach auf dem Boden. Du hättest ihn zurückschlagen müssen. Ja, ich hab's verstanden, alles gut. Hast du nicht geschafft. Wir gucken nochmal. Ist korrekt. Gucken nochmal, aber es war Klaas. Ja, klar war das. Das ist Joko. Ja, ist alles richtig. Ja. Jetzt kommt Klaas. Und Klaas hat den Stuhl clever. Clever hat er das gemacht. Boah, finde ich schlecht. 1:0 für Klaas. Zwei Minuten laufen weiter, beziehungsweise die Restzeit. Auf geht's. Schön, schade, schön. Siehst du, es doch wie Kindergeburtstag. Ich hab was Süßes, die Jungen spielen mit dem Ballon. Oh, shit. Es gibt übrigens in diesem Spiel mittlerweile Weltmeisterschaften. Falls Sie zu Hause denken, Mensch, das sieht doch eigentlich aus, als könnte es olympisch werden. Ja, yep. Gleicher Trick, hat funktioniert. Punkt für Joko, 1:1. Moment, nur für dich, Klaas. Zeit läuft weiter ab jetzt. Ah, fuck. Zu lässig. So, warte mal, da müssen wir kurz auf die Slow-Mo gucken. Ich glaube, du warst zu spät. Kann das sein? Das kann wohl sein. Nee, ich war noch mit dran. Deinem grazilen ich war Körper. Noch dran. Nee, Moment. Also warte, den auf den Boden drücken ist ja jetzt nicht das. Nee, nee, warte, warte, warte. Nee, ja, der war leider schon auf dem Boden. Können wir noch eine andere Kamera einstellen? Nee. Der war leider auf dem Boden. Das ist ein Punkt für Klaas.
2:1. Weiter geht's jetzt. Mhm. Du Affe, ey. Clever gespielt. 2:2. Also. Leg mal die Chips aus der Hand. Das wird auch langsam unsympathisch. Oh, ich habe geblinzelt. Was passiert? Ja, muss man jetzt mal auf einmal die Slow-Mo. Gucken. Ich habe ihn hochgehauen und dann ist er auf dem Boden und er war nicht dran. Wir gucken. Willst du mich verarschen? Wir gucken. Ich hab nicht mal losgesagt. Wir gucken. So, und so. Da war ich dran und zack. Das war vorm Startsignal, das zählt leider nicht. Hä? Ja, sorry. Okay. Ich muss warten, bis es weitergeht. Jetzt geht's weiter. Achtung, ab jetzt. Er möge sich verfisseln. Weiter geht's. Du hast schon wieder... Das geht nicht. Er hat ihn nicht mal geschlagen. Nee, also... Du darfst nicht sperren, habe ich gesagt. Und du musst ihn tatsächlich schlagen. Ich habe nicht gesperrt, hier war genug Platz. Guck doch die Videoaufnahme. Ja, guck auf die Slow-Mo. Guck auf die Slow-Mo. Schau. Schau. Ich habe nicht gesperrt. So. Und jetzt hast du ihn... Du hast ihn nicht mal berührt. Ich habe ihn hochgeditscht und dann habe ich ihn begleitet. Also du musst ihn schon... Das ist schon ein Luftballon... Also ein bisschen schlagen muss man den. Aber Janine, jetzt hör mal eben zu, bitte. Ich verstehe deine Moderationsarbeit, ja? So. Ja, danke. Aber jetzt hör kurz zu, weil jetzt geht's um was. Ja. Ich habe den... Und es wurde ja nicht gesagt, ich soll ihn zweimal. Wenn ich das mache, dann habe ich ihn ja wohl losgewinnen. Dann habe ich angetäuscht, dass ich ihn nochmal mache. Das ist ein Schlag. Aber wenn du jetzt nochmal auf die Slow-Mo guckst, was du machst, dann hat das mit Schlagen nichts zu tun. Du hast den Luftballon fallen lassen. Guck. Das hier ist gar doch, nichts. Ist doch und ein dann Schlag. Hast du, und dann hast du ihn blockiert. Das darfst du auch nicht machen. Ey, wie? Also das ist Punkt doch alles... Punkt für Joko. 2:3. 3:2. Joko? Wie so. Euch es passt, wirklich. Nee, gar doch. Nicht. Wie die Regeln das sagen. Hier. Wie, es euch passt. Wie die Regeln es sagen. Siehst du? Und schon ist das ganze Sympathische aus dem Körper gewichen. Weißt du, ich finde es auch nicht sympathisch, dass ihr euch Regeln ausdenkt. So. Und die Leute auch nicht. Achtung, es hupt jetzt. Was war das denn jetzt? Also. So. Wenn ihr nicht beide diesen Luftballon ordentlich schlagt, nehme ich ihn euch weg und lasse euch. Ha! Clever gespielt. Punkt für Klaas. 3:3. Einer muss den Luftballon holen. Was guckst du denn jetzt so an? Naja, irgendwo so muss ich ja nicht Pass abladen. Von oben auf den Ballon. Nochmal. Nicht einander blocken. Hab nicht ich nicht von gemacht. Oben. Ich sag nur nochmal, für alle, dass es jeder mal gehört hat. Was für alle? Für alle, die das zu Hause für auch spielen? Alle, die das zu Hause auch spielen und vor allen Dingen für alle die Meckerköppe. Die es sind die doch nur zwei. Schnauze wir haben es doch kapiert. Können. So, nee, eben nicht. Also, weiter geht's. Wenn's trötet, erst dann, jetzt. Ja. Ja. Boden. Punkt für Joko. 4:3. Was ist denn los mit dir? Du schlägst ihn gegen deine Rübe, damit er runtergeht. Und ich schlag ihn leicht gegen die Wand und du guckst mich böse an. Nee, warte, Startsignal. Ich mach doch gar nichts. Spiel für mich. Und los geht's. Auf mit der Scheiße, Mann. Ja, ich muss ja loslegen, oder? Ja, bitte. Leg los. Und schon halt auch schlagen. Ja, das war geschlagen. Ja, das war geschlagen. Dieses, ihr zwei seid doch wirklich bescheuert, ey. Ganz ehrlich. Guck mal. Ah, ich glaube, da war der Boden dazwischen. Er war bewohnt. Einmal Tlomo, bitte. Er war bewohnt gewesen. Ich glaube, das war ein Punkt für Klaas. Ich bin mir nicht schon sicher. Ja, gucken. Ja, Boden. Nee, Punkt für Klaas. Ja, nee. Punkt für mich. Ja, nee. Punkt für Klaas. Ja. 4:4, wenn ich nicht. Sag mal, wie lange geht denn diese Halbzeit? Ich kann nicht mehr. So lange, wie es Bock macht. Nee, 2 Minuten hast du. Ja, ist richtig. Aber wir machen ja immer wieder zwischendrin Pause, weil ihr so viel rumjammert. So, weiter geht's ab jetzt. Warte doch mal. Was machst du denn? Lass mich doch mal ruhig spielen. Letzten 10 Sekunden. Schlagen. Ja. 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 Zeit um. Ich war als letzter dran. Merken Sie jetzt, warum das fast olympisch ist. Warum haben wir einen Helm auf? Weil wir kennen euch doch. Und wenn ich sage euch, dann wisst ihr, dass ich einen von euch beiden ein bisschen mehr meine wahnsinnig. Als den anderen. Ich möchte den Helm absetzen. Ja, dann auf deine eigene Gefahr. Wenn nachher ein Pfeil drin steckt, das ist so verrückt. Du kommst da nicht raus. Wir spielen mit einem Luftballon. Du kommst da erst raus, wenn ich sage, dass du da raus darfst. Hier oben drauf, liegen da oben. Leg den doch, nee, leg den mal bitte auf den Kühlschrank, weil da stolperst du nachher drüber, dann kriegt der Joko sich hinterher irgendwas aus. Ich lass meinen sicherheitshalber an. Lass ihn bitte an. Einer von uns beiden muss ja ein Vorbild sein. Ja. Alle wichtigen Organe sind geschützt. Warum haben wir einen Helm auf? Wie schlimm, ey, dass wir einen Helm aufhaben. Nee, das ist Erfahrung, Klaas. Ich glaube, das schreibt die Versicherung mittlerweile vor. Langjährige Erfahrung. Da können Sachen umfallen, runterfallen. Ich bin bei der Barmer Ersatzkasse. Die haben mich bislang immer in Ruhe gelassen wegen Helm. Ja, zu Recht. Wir spielen die zweite Halbzeit. Es steht 4:4, ist noch alles offen. 2 Minuten spielt ihr noch. Los geht's, wenn's hupt, nämlich jetzt.
Nochmal zur Erinnerung, Sie dürfen nur unter den Ballon schlagen oder dagegen, nicht darauf. Und wer verantwortlich? Oh, er hat an die Seite, er hat runtergehauen. Er hat das Ding runtergehauen. Nee. Jetzt hör auf, guck's dir an. Ist nein, doch nicht dein Ernst. Guck's dir an, nein, das geht nicht. Dann können Sie gucken, ob das funktioniert. Ich sage nichts. Ich hab dich nicht blockiert. Ich hab ihn von der Seite, bitte. Nein. Oh, da. Guck mal, das ist eher oberhalb. Nein. Guck mal. Nein, sorry, Klaas, bitte. Jetzt reiß dich mal am Riemen. Das war schon. Kannst ja auch gegen die Wand machen. Gesagt, das macht ja nicht so viel Spaß zum Gegen die Wand kannst du angefangen. Den ja gerne hauen. Nee, aus Versehen. Du machst das ja absichtlich. Ich kann das jetzt auch machen. Das macht halt null Spaß zuzugucken, wenn man das immer in die Ecke knallt. Okay, machen wir jetzt. Klaas, okay. Sportlicher Wettkampfgeist ist gefordert. Es steht 5-4 okay, pass auf. Dann spielen wir jetzt auf die ganze Fläche und machen nicht mehr dieses, du machst den Ball hier unten so und machst dann den, okay? Vielleicht. Ja, vielleicht. Die Milchsäure schießt in meine Muskulatur, wir müssen jetzt weitermachen. Ja. Okay, Joko hat Milch einen Schuss, wir spielen weiter. Ab der Hupe, bitte. Mir schießt die Milch ein, Leute. Ja, okay, jetzt habe ich gesagt, deswegen bin ich auch so gereizt. Ja, Hutwasser. Kinder, okay. Komm jetzt, spiel. Ja, komm, wollen wir mal. Wirklich ganz toll, wie ihr das macht. So ein anderes Spiel. So ein anderes Spiel. Du warst noch dran übrigens. Du warst noch dran an dem nächsten Punkt für dich gewesen. Oh, guck aber mal. Guck nur mal auf die Slow-Mo. Guck, da, guck. Nee, geil. Hör auf zu jammern. Ja. So, 6-4 immer noch. Weiter geht's. Jetzt. Die Vergleiche, ne? WM-Finale, John McEnroe. Ich finde das interessant, wo du dich sportlich so einordnest. Punkt für Klaas. Ja. Achtung. So, jetzt. Ja. Gut. Dann ist vielleicht die Laune auch ein bisschen besser. 6-5. Joko führt immer noch. Wir spielen weiter. Motzparade. Ja. Ja. Knapp. Ah, nein! Muss gefallen. Oh, ich finde so dumm. Warum habt ihr die Helme nochmal getragen? Oh, ah, sehr gut. Er hat es auch auf den Boden geknallt. Nee, nein, ich glaube, er hat es an den Wäscheständer geknallt. Erst auf den Boden, dann da, glaube ich. Lass uns mal gucken. Schau. Ich glaube, er hat es auf den Boden gehauen. Ich will nicht mehr dieses Spiel mit ihm spielen. Guck. Gegen den Wäscheständer und dann auf den Boden. Das war clever. Das war nur Spaß von mir. Ich bin ja super drauf. Weiter geht's jetzt. So. Ah, da war die Erde, glaube ich, dazwischen. Ich muss einmal gucken. Er war wirklich sehr. Ich finde es schön, wie ihr jetzt die ganze Fläche nutzt übrigens. Wie ihr euch schön breit hin und her spielt. Ja, Boden vorhand. Punkt für Klaas. 7-6. Weiter geht's. Ja. Oh. Knapp. Aber. Ich glaube, ich habe es von oben gemacht. Ich glaube, von oben. Ich will das wohl zugeben. Wollen wir es lassen, will er sogar zugeben. Dann brauchen wir es gar nicht anschauen. Punkt für Joko. 8-6. Du mich aber angeschaut, das sind zeitgleich. Ah, fuck, von meinem Fehler. Er hat es gesehen. 8-6. Leute, im aufkommenden Wutanfall habe ich gemerkt, ich war. Es macht keinen Sinn. Weiter geht's. Was machst du? Was machst du? Nee. Ich wollte von unten. Du hast schon. Sag mal. Ja, okay, war falsch. Aber Klaas, was ist denn los? Sind dir die Regeln aus dem Kopf gefallen? Was ist denn mit dir? Nein, das war eine Koordination. Nein, das ist Koordinationsproblematik. Ich wollte von unten. Ja. Oben, ach, unten, man okay, kennt okay, das. Okay, okay, bitte kurz alle mal das Maul halten. Weiter geht's. Du, kein Problem, deine eigene Dummheit kurz, steht für sich. Kurz, alles ganz kurz. Es geht schon los, es geht schon los, die Zeit so. Läuft. Du musst aufholen, hör auf mit dem Quatsch jetzt. Aber was, ey, das nicht, kann nicht. Ey, nicht wenn blocken, ihr mir hinten reinrennt. Nicht sperren. Ich hab nicht gesperrt, ich bin doch, halt da. Sorry, dass ich existiere. Also, jetzt mal ohne Flachs. Tut mir leid, ich atme, Entschuldigung. Wenn wir zu Gast in der großen Gegenteils-Show wären, dann hätte das eine gute Performance. Das ist wirklich absurd. Ja, könnt ihr euch bei meiner Mutter beschweren. Ich habe mir auch nicht ausgesucht, geboren worden zu sein. 9-6. Ich habe das Gefühl, wir kommen bei Klaas jetzt in die Trotzphase. Das ist schön, dass wir euch beide schon so lange begleiten dürfen, dass wir die verschiedenen Entwicklungsphasen dieser zwei Männer auf dem Weg zum erwachsenen Mann miterleben dürfen. Klaas aktuell in der kindlichen Trotzphase. Ja, tut mir so, leid. So, 9-6.
Fragt einen jemand, ob man mitmachen will in der Menschheit. Punkt für Joko wegen Foul von Klaas. So, ja. Weiter geht's. Komm, das ist absurd. Hier ein Jammerspiel. Wie so ein Kindergeburtstag. Zwangsgeburt, Häufer, Umlauf. Wie so ein Kindergeburtstagsspiel, alles Böse aus dir rausholen. Wahnsinn. Hau ab. Ey. Leute! Boah. Du alte! Was? Ja, gut, alter, gut. Guter Spieler, du. Oh Gott! 11-6 für Joko. Weiter geht's. Zehn Sekunden. Er hat mir das gegen Bein gehauen, also Bein dran. Nein, mit der Hand. Ah, klar, oh, Leute, das ist kurz vor Arbeitsverweigerung. Hey, ich breche das ab. Wirklich, das Joko hat das total richtig gemacht. Cool. Das gibt's gar nicht. Cool, ey. So, da können wir nochmal gucken. Du kannst, ey. Hast ja wohl alles von die Regeln gecheckt. Oh, klar. Ja. Ich überlege, ob ich euch drin lasse, ehrlich gesagt, gerade. Ja, wie Hannibal Lecter. Ja, ich weiß nicht, ob es nicht besser wäre. Jesus. Vielen Dank. Vielen Dank. Endlich frische Luft. Also die Luft wie man sich so wenig im Griff haben kann, ist mir ein Rätsel. Die sind wirklich. Also, falls Sie noch jemanden suchen für zu Hause, der mit Ihnen ein bisschen Luftballon in der Luft halten, wenn Ihre Kinder einen Spielpartner brauchen, na? Da kann man auch gleich was über Aggressionsbewältigung und so weiter lernen. Ich bringe ihn rum und hole ihn um 18 Uhr wieder ab. Es gibt immer das eine Kind, das ausrastet auch aus dem Geburtstag. Ja, das warst du. Man denkt, den laden wir nicht wieder das ein. Das warst du. Ich frage mich, wie es ist, wenn du auf eine Pinata einschlägst. Es ist wirklich so. Das kennt man noch aus seiner eigenen Kindheit. Es gibt immer den einen, der nicht klarkommt mit der ganzen Freiheit. Ja, das war ich heute. das ist richtig. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich finde es auch schön. Ich finde es schön, dass wir auch nach all den Jahren immer noch so viel übereinander lernen. We'll be right back.